Hallo zusammen, ich möchte euch die Juli-Legung machen. Wir machen eine Monats-Energie-Legung und schauen mal, was der Juli bringen möchte. Ja, denkt daran, es ist eine Kollektivlegung, es kann nicht für jeden stimmen, nicht für jeden passen. Nehmt euch nur das raus, was sich stimmig und gut anfühlt. Wenn es nicht mit dir resoniert, bitte vergiss das alles, was ich sage und lass es nicht an dich heran, wenn du dadurch schlechte Gefühle bekommst. Genau. So, jetzt schauen wir, was der Juli bringt. Und wir starten mit den Naturgeistern. Und sie sagen, das große Ganze und Liebe annehmen. Ich glaube, es geht darum, dass wir einen Überblick bekommen haben über das große Ganze und jetzt vielleicht auch wieder in der Energie sind, mehr annehmen zu können. Schauen wir mal noch mit anderen Karten, ob wir dazu eine Ergänzung bekommen. Gut, wir haben Protection, das Beschützen, die Heilung, aber auch die Verbindlichkeit. Ich glaube, durch das, dass du das große Ganze siehst jetzt, diese Weltkarte hier, weißt du auch, was du schützen musst. Hier, die Welt. Und ich glaube, dieser Prozess ist wirklich ein guter und schöner Heilungsprozess. Und wenn du diesen Heilungsprozess gemacht hast, kannst du jetzt Liebe annehmen. Gut, schauen wir mit den Tarotkarten, was wir dazu ergänzend für Informationen bekommen. Da kommt jemand mit einem Angebot, vielleicht eine Entschuldigung oder vielleicht auch einfach eine, ja, eben diese Liebe annehmen, vielleicht wird dir Liebe entgegengebracht. Und du darfst das annehmen und vielleicht sehr schnell, auf jeden Fall eine Kommunikationskarte, es wird gesprochen und du kannst das annehmen, weil du bist die Königin der Kelche und das Rad des Schicksals dreht sich. Das spricht dafür, dass es wahrscheinlich relativ schnell kommt. Ja, du bist trotzdem die Königin der Stäbe. Es kann sein, dass wenn das emotionale Angebot kommt, dass es dich vielleicht im ersten Moment wieder hierhin bringt. Aber eben, du darfst Liebe annehmen, du darfst schöne Worte annehmen, du darfst Komplimente annehmen und du darfst in deine emotionale Fülle gehen. Ja, ich denke, du bist oder warst im Rückzug und ja, diese Abgeschlagenheit war da, diese ja, ausgelaugt halt, aber es möchte jetzt wirklich in ruhigere Gewässer gehen. Vielleicht kommt mit diesem Angebot tatsächlich etwas Verbindliches, ein Commitment rein, wo du wirklich annehmen darfst. Schauen wir mal, ob wir noch eine Ergänzung dazu bekommen mit dem anderen Kartendeck. Ja. Eben, du sollst nicht auf deine Verletzungen schauen und wieder in diese Energie kommen. Bleib bei dir, schütze dich, aber werde nicht zur Königin der Stäbe, sondern bleib die Königin der Kelche, weil es möchte wirklich etwas kommen, was stabil ist und ein neuer Anfang. Ja, und dieses Angebot, wo kommt, ist auch wirklich etwas Stabiles. Also du musst nicht Angst davor haben, dass es etwas Unverbindliches ist. Es wird ein verbindliches Angebot sein und du brauchst nicht in eine Abwehrhaltung zu gehen. Weil, ja, die Sonne. Es wird etwas sehr, sehr Schönes auf dich zukommen im Juli. Vielleicht sogar verschiedene Sachen, verschiedene Optionen. Und vielleicht ein Mann. Gut. Schauen wir mal, ob wir das noch klären können. Ich nehme noch ein anderes Kartendeck. Um das noch zu vertiefen. Ja, es möchte die Gerechtigkeit kommen. Justitia, die Gerechtigkeit, Herz und Verstand ausbalancieren und eine gute Zusammenarbeit. Es kann tatsächlich auch eine Arbeitssituation sein,
Aber es kann auch sein, dass es jemand ist, womit ihr an etwas arbeiten möchtet, damit du deine Last loslassen kannst und dein Herzschmerz loslassen kannst. Und du wirst sehr viele Erkenntnisse bekommen, Wahrheit, Klarheit. Und ja, vielleicht kommt ein kleiner Umsturz, Umbruch im Juli. Aber genau dieser Umbruch wird es sein, wo du merkst, dass du dich vielleicht nicht mehr so viel schützen musst, sondern annehmen kannst. Gut, nehmen wir noch andere Orakelkarten und schauen, was die uns noch sagen möchten. Ja, das siebte Chakra mit dem Erzengel Uriel. Und ich glaube, es soll dir einfach zeigen, du kannst auf deine Intuition vertrauen, du kannst auch auf die Führung vertrauen von oben und es wird alles gut werden. Eben nicht in diese Abwehrhaltung gehen aus Angst, dass man sich schützen muss, sondern wirklich diese Liebe annehmen können, damit etwas Schönes entstehen kann. So, schauen wir, was die Engel dazu sagen. Der Engel des Glaubens. Gute Dinge werden kommen, bewahre deinen Glauben daran. Und das ist genau das Thema, wenn du in Heilung gehst und wenn du wirklich vertraust, oben vertraust, der Glauben da ist, kannst du wirklich dir sicher sein, dass das Gute kommt, etwas Verbindliches, etwas, was dir sehr viel Fülle bringt und sehr viel Glück in dein Leben bringt. Wir haben die Sonne, das Ass der Kelche, emotionale Fülle. Und ich glaube, es ist einfach nicht mehr notwendig, dass du dich selber schützt und in den Rückzug gehst, weil dieser Neuanfang ist in den Startlöchern. Justitia ist da, die Gerechtigkeit möchte kommen und sei bereit. Du hast das große Ganze erkannt, du weißt, um was es geht und du kannst jetzt die Liebe annehmen. So, das war's für den Juli. Ich wünsche euch einen wunderschönen Monat und bis bald. Tschüss.